bin wie stimmt und die Beats gerade passen. Man wochenlang nichts von uns hört, weil wir uns nicht ablenken lassen. Total zurückgezogen, ja fast schon isoliert, als hätten wir die Aufhebung des letzten Lockdowns ignoriert. Wenn die Spannung steigt, wie kurz vor dem Streamstart, wir blind alles setzen, als ob man's tausendmal gespielt hat. Das Risiko erhöhen, weil man nicht am Ziel spart und keine Miene mehr verziehen. Diese Greenscard. Mit Windchill kündigt sich der Sturm erst an. Und wenn das Meer sich zurückzieht, trifft der Tsunami bald das Land. Wenn's draußen leiser wird, wird's hier drinnen umso lauter. Alles fügt sich ineinander und der Sound wird langsam brauchbar. Ja, dann wird es wieder Zeit, dass ihr euch bereit macht. Das Ergebnis dieser Formel ist am Ende doch ganz einfach. Gib uns Zeit im Basement und warte ab. Und dann zünden wir das Feuerwerk. Was habt ihr denn da? Von der Hauptstadt Schleswig-Holstein, von der Kieler Straße runter in die Nordalpen, in den Wiener Wald. Von Basement Tape 2 bis jetzt haben wir viel gemacht. Fährt das Sound nicht nur für zu Hause, und kann dieser Klang frischen Wind auch ins Auto. Wir entschieben da den Basement Nacht für Nacht und machen wieder Krach. Die meiste Zeit starr ich auf ein leeres weißes Blatt und merke, dass der Vibe gerade nicht so wirklich passt. Die Stimmung auf den Nullpunkt, doch der Beat lässt eigentlich los. Also bleibt man bei der Sache, so entwickelt sich ein Flow. Die Außenwelt wird ignoriert, Sozialkontakte abgebrochen, wie ein Cyber programmiert. Zeilen auf das Blatt geschossen, und gerade wenn man denkt, man schreibt die Texte einfach runter, kommt die Schreibblockade und man zählt die Stunde 100. Das ist auch der Grund, warum es manchmal ein bisschen länger dauert. Ich nicht in der Ecke kauer und mit meinem Schwingel lauer. Was habt ihr denn gedacht? Ein Album in der Nacht? Wir lassen uns halt Zeit, damit's am Ende richtig kracht. Das hier ist das Basement, das hier steht für Qualität. Das hier ist ein Haufen Arbeit, den ihr halt gar nicht seht. Also sperrt mal eure Ohren auf und freut euch auf was Neues. Und jeden Mittelfinger für jeden, der enttäuscht ist. Von der Hauptstadt Schleswig-Holstein, von der Kieler Straße runter in die Nordalpen, in den Wiener Wald. Von Basement Tape 2 bis jetzt haben wir viel gemacht. Fährt das Sound nicht nur für zu Hause, und kann dieser Klang frischen Wind auch ins Auto. Wir entschieben da den Basement Nacht für Nacht und machen wieder Krach. Von der Bildfläche verschwunden, ja schon völlig isoliert. Keine Texte werden geschrieben und kein Beat wird produziert. Ihr seid völlig überfragt, keine Stories mehr bei Insta. Diskutiert wird jeden Tag, das Mic ist aus, das Basement Fenster. Die Gerüchteküche kocht, das passt doch bald schon über. Ja, dann stelle ich mal klar, wir sind da noch so wie früher. Hier wird kein Tag verschenkt, nein, wir halten hier den Kurs. Schreiben Texte zu, wenn's gibt, für nach der Ruhe kommt der Sturm. Wir waren niemals weg, nein, wir sind immer noch hier. Mit freshen Zeilen im Gepäck, man muss uns nicht motivieren. Wir melden uns zu Wort und schon wendet sich das Blatt. Seid euch sicher, es wird laut, was habt ihr denn gedacht? Von der Hauptstadt Schleswig-Holstein, von der Kieler Straße runter in die Nordalpen, in den Wiener Wald. Von Basement Tape 2 bis jetzt haben wir viel gemacht. Fährt das Sound nicht nur für zu Hause, und kann dieser Klang frischen Wind auch ins Auto. Wir entschieben da den Basement Nacht für Nacht und machen wieder Krach. Von der Hauptstadt Schleswig-Holstein, von der Kieler Straße runter in die Nordalpen, in den Wiener Wald. Von Basement Tape 2 bis jetzt haben wir viel gemacht. Fährt das Sound nicht nur für zu Hause, und kann dieser Klang frischen Wind auch ins Auto. Wir entschieben